Eiszeit im Ländle. Wir berichten über die EBL, die International League, die Elite Liga, begleiten den HC Samina Rankweil, schauen auf das Damen-Eishockey und den Nachwuchs. Eiszeit im Ländle. Das Magazin rund um den Vorarlberger Eishockeysport. Die Eiszeit im Ländle war am Samstag zu Gast in der Vorarlberghalle. Neben dem Spiel gegen Meran am Samstag sind es für die FBIVU Feldkirch ja jetzt vorentscheidende Spiele vor Weihnachten für einen Platz unter den Top 5. Denn inklusive dem Meran-Spiel gibt es 4 Partien bis zum 15. Dezember. Und da gibt es für Trainer Hulan ein klares Ziel. Every game is important for us. We want to keep in fifth place. So especially home games, we want to win for 3 points, but it's not that easy. Italian teams are good, Slovenian also. It's not big difference. I want to thanks the guys how they handled, because we have still 4 injured players. And next week we have 3 games in 4 days, so that's going to be very difficult for us. And hopefully we give our best and we'll be fight for every point. Für das Meran-Spiel am Samstag hatten sich Graf Herr Meier und Colioni wieder zurückgemeldet. Ganz fit sind beide derzeit aber noch nicht. We'll see, they are not 100% ready, but maybe I will use them for some shifts, not for every shift, but they are out of condition now. They are just 1 week on the ice, Grabmeier. Mark Colioni, he just started yesterday, so we'll see if I'm going to use him in the game. I don't know yet. Der HC Meran hat seit wenigen Tagen mit Larry Suarez einen neuen Trainer. Der 49-Jährige aus Chicago muss sich daher zunächst ein Bild über sein eigenes Team verschaffen. Das erste Mal in Vorarlberg, in der Vorarlberg-Halle. Was erwartest du dir vom heutigen Abendspiel? Gut, es ist ein bisschen schwer, weil ich habe die Mannschaft nur gesehen, so 3-4 Mal jetzt. Wir haben nur 3 Trainingseinheiten zusammen gehabt, so ich lasse mir überraschen, was heute kommt. Aber auf jeden Fall, die Jungs gut gearbeitet. Ich weiß, die Mannschaften aus Österreich, die sind bestimmt gut vorbereitet, und es ist auf jeden Fall eine Kultur, gerade hier in Feldkirchen, so ich erwarte ein gutes Spiel. Suarez war zuletzt auch Nationalcoach der Niederlande und hatte dabei einen ganz prominenten Assistenzcoach. Ja, wir haben eine starke Verbindung, glaube ich, weil Tom Pogo war mein Assistant Trainer mit der Nationalmannschaft. Tom und ich sind auch sehr gut befreundet. So, ja, es ist natürlich, jedes Jahr ist anders, jedes Niveau ist natürlich anders, aber Endeffekt ist es alles Eishockey. Man hätte am Samstag gerne ein bisschen mehr als die 1100 Zuschauer in der Vorarlberghalle gehabt. Aber gerade dieser Schnitt hat sich bei der VU in letzter Zeit ein wenig eingependelt. Zum Spiel. Da gab es am Ende den 6. Heimsieg in dieser Saison. Aber es war ein hartes Stück Arbeit. Feldkirch, weiterhin ohne Patrick Meier, tat sich gegen Meran sichtlich schwer. Die Südtiroler, in der Tabelle derzeit mit 22 Punkten zwar nur 11., haben sich in den letzten Spielen aber wieder stärker gezeigt. Im ersten Drittel gab es keine Treffer. Sowohl Bernhard Bock bei der VU wie auch Massimo Cugliato auf der anderen Seite bei Meran ließen keine Treffer zu. Besonders Bernhard Bock sorgte für einige Glanzparaden. Den ersten Treffer gab es dann in Drittel 2. In der 22. Minute fiel der Führungstreffer für die VU. Yusuf Riener nützte ein Überzahlspiel und verwertete zum 1:0. Die Vorlage kam von Stefan Wiedmeier. In Minute 30 dann aber der Ausgleich. Torschütze für Meran war Deladio. Und es sollte im zweiten Drittel dann auch bereits die Entscheidung fallen. In der 36. Minute wieder ein Powerplay für die VU Feldkirch. Und Legionär Martin Tomaschek war nach Zuspiel von Marco Leoni und die Tat winzig erfolgreich. Im letzten Drittel gab es zwar noch Möglichkeiten auf beiden Seiten, am Resultat änderte sich aber nichts mehr. Wir haben uns am Anfang schwer da und blöd gespielt teilweise.
Schiebe ist nicht gesprungen und dann haben wir uns halt probiert zurückbissen, so gut es geht und das Beste gegeben, was geht und schlussendlich zählt das Ergebnis. Der Stress wird weniger werden, jetzt haben wir 4 Spiele in 9 Tagen, also da geht schon ab, nachher ist es voll wie nächter. Ja, jetzt kommt eine ganz strenge Zeit, ich glaube 2 oder 3 Wochen hinten Doppelpartie, Samstag, Sonntag und dann am Mittwoch noch gegen Prager Zerwald, Derby. Wird sicher noch streng, aber kann man sich danach umso mehr auf Wienächte freuen. Eiszeit im Ländle. Wir berichten über die EBL, die International League, die Elite Liga, begleiten den HC Samina Rankweil, schauen auf das Damen-Eishockey und den Nachwuchs. Eiszeit im Ländle. Das Magazin rund um den Vorarlberger Eishockeysport.